Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Zwei Mais. Heute gibt es wieder ein Der Nugget erklärt Video. Und ich bin Stebo von Die Zwei Mais und hinter der Kamera ist die Trixi. Moin Moin. Das Ziel unseres Kanals ist es ja, den Fort Nugget bekannter zu machen. Und wir haben aus diesem Grund einige Fort Nugget erklärt Videos schon erstellt. Und die haben wir in einer Playlist zusammengefasst und die verlinken wir euch mal da oben in der Ecke. Und da findet ihr alle Videos, die wir bisher zu dem Thema erstellt haben. Unsere Videos sind interessant für alle die, die sich für den Nugget interessieren, noch keinen Nugget haben und natürlich auch interessant für die Leute, die sich gerade einen Nugget gekauft haben und noch nicht alle Funktionen kennen. Und für die, die darauf warten, ihren bestellten gerade zu bekommen. Ganz wichtig, denn Vorfreude ist die beste Freude und dann sammelt man ja eh alle Informationen zusammen, die man kriegen kann. Und dafür ist unsere Playliste der Fort Nugget erklärt einfach wunderbar. Im heutigen Video geht es speziell um den Fort Nugget Plus mit Hochdach und auch ganz neu für den Fort Nugget Plus mit Aufstelldach. Denn die beiden haben was ganz Besonderes, nämlich eine fest verbaute Toilette. Und die wollen wir uns heute ein bisschen im Detail anschauen, euch ein bisschen was über Vor- und Nachteile erzählen. Und nach dem Intro geht es los. Viel Spaß! Viel Spaß! Wenn euch unsere Videos gefallen, dann würde es uns total freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ihr findet da unten rechts in der Ecke unser Kanallogo mit dem Nugget von vorne. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr anschließend auf den Abonnieren-Button klicken. Vielen Dank dafür. Die Toilette im Fort Nugget Plus wird in der Szene kontrovers diskutiert. Denn im Gegensatz zum kurzen Fort Nugget, der ja ein spezielles Fach für eine Chemietoilette hat, ist im Nugget Plus die Toilette beim Öffnen der Heckklappe sofort zu sehen. Das heißt, man macht die Klappe auf und jeder, der hier in der Nähe des Nuggets steht, hat also freien Blick auf die Toilette. Das gefällt nicht jedem. Im Nugget-Forum gibt es aber einige User, die haben ganz tolle Lösungen gebastelt, um die Toilette ein bisschen zu verdecken. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Wir haben das bisher noch nicht geschafft, denn Trixi und ich konnten uns bisher noch nicht auf eine Lösung einigen, um die Toilette zu verdecken. Deswegen ist sie bei uns noch sichtbar. Nackig. Nackig, genau. Jetzt mache ich mal die Klappe auf und dann könnt ihr mal sehen, was derjenige sieht, der hier den Nugget herumläuft. Die Toilette ist nämlich immer wunderbar omnipräsent da vorne in der Ecke zu sehen. Ja, wie gesagt, die Toilette steht hier mitten in der Küche. Nicht in der Küche. Ja, sie steht in der Küchenzeile. Und einige finden das ziemlich eklig. Vor allen Dingen, wenn sie daran denken, dass Gerüche und Geräusche hier durchaus frei verfügbar sind, wenn man sich hier im Auto aufhält. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber uns beide stört das nicht. Wir kennen uns schon lange genug. Also von daher ist das für uns überhaupt kein Problem, damit so umzugehen. Deswegen haben wir auch den Sichtschutz rausgebaut, weil das sind gute 2-3 Zentimeter, ja, die wir an Platz dadurch gewonnen haben. Und wie gesagt, wir sind voneinander nicht fies und das halten wir beide aus. Das ist auch gut so. Der Sichtschutz ist übrigens normalerweise hier montiert. Ich blende euch mal ein Video ein, was wir mal vor einiger Zeit gemacht haben mit dem Aufstelldach Nugget Plus. Da könnt ihr das sehen, wie das normalerweise ausschaut. Bei einigen Ford-Händlern habt ihr die Möglichkeit, etwas nachzurüsten bei der Toilette, nämlich eine SOG-Toilettenentlüftung oder Absaugung. Da wird dann hier im Prinzip ein Lüfter montiert in der Toilette und mit einem Schlauch wird dann der Geruch nach außen geführt. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr einfach mal euren Ford Nugget-Händler fragen, euren Dealer fragen, ob er gegebenenfalls eine solche SOG-Toilettenentlüftung einbauen kann. Wir haben damals aber die Entscheidung bewusst für den Fort Nugget gefällt, unter anderem auch wegen der Toilette, weil es natürlich deutlich komfortabler ist, mit einer solchen Toilette umzugehen, als mit einer kleinen mobilen Chemietoilette. Es ist komfortabler, was das Sitzen angeht, es ist komfortabler, was die Entsorgung angeht und man hat hier dann deutlich mehr Vorteile, als wenn man jetzt immer ständig diese kleine Toilette aus dem Toilettenfach rausziehen muss. Die haben wir in unserem alten Nugget auch genutzt, jahrelang. Das war auch immer eigentlich kein Problem, aber letztendlich ist das hier natürlich eine viel schönere Lösung, wenn man also vor allen Dingen autark sein möchte, was ja zu den Corona-Gegebenheiten momentan sehr wichtig ist. Ja, aber wie funktioniert das gute Stück jetzt? Das ist eigentlich ganz einfach, denn wir haben ähnliche Komponenten wie zu Hause in der Toilette im Bad bei euch, denn wir haben einen Toilettendeckel, eine Klobrille und natürlich die Toilettenschüssel. Ist alles ein bisschen kleiner als zu Hause, aber die Funktion ist die gleiche. Und sie ist recht bequem, finde ich. Genau. Auf der linken Seite neben der Toilette haben wir zum einen den Hebel zum Öffnen des Schiebers, wo dann die Hinterlassenschaften in die Toilettenkassette fallen. Den muss man also öffnen, wenn man das Ganze, was man da reingesetzt hat, auch wieder loswerden will.
Und hier unter dem Hebel befindet sich der Spülknopf. Den drückt ihr und haltet ihn so lange fest, wie ihr spülen wollt. Und wenn ihr fertig seid mit dem Ganzen, schiebt ihr den Schieberegler wieder nach oben und die Klappe hier drin schließt sich wieder und es ist eigentlich alles so ziemlich geruchsdicht abgeschlossen. Ja, und das war es eigentlich auch schon fürs Erste, was man hier oben machen muss. Ja, ist natürlich ganz wichtig. Man muss sich draufsetzen, logisch. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber wir kommen gleich nochmal hier zurück. Und jetzt kommen wir zum Herzstück dieser festen Toilette, nämlich dem Toilettenkassetten-Fäkalientank. Der befindet sich hier hinter einer Abdeckung. Diese Abdeckung ist magnetisch befestigt. Und ganz wichtig, ein kleiner Tipp direkt am Anfang, versucht daran zu denken, dass ihr diese Abdeckung wieder drauf macht, wenn ihr an einer Entsorgungsstation gestanden habt und die Toilette geleert habt, dass ihr die nicht vergesst. Es soll Leute gegeben haben, denen das schon mal passiert ist. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich jetzt angesprochen fühlt. Und ihr könnt euch ja mal outen. So, und jetzt haben wir hier vorne also die Fäkalienkassette. Aber da kommen wir gleich erst zu, denn ich will euch vorher etwas anderes zeigen. Der Vorteil dieser Toilette ist nämlich der, dass diese Toilette einen eigenen Spülwassertank hat. Der fasst 15 Liter Inhalt und den kann man befüllen hier oben mit diesem oberen Stutzen. Den kann man einfach so nach vorne ziehen oder nach vorne drehen, macht den Schraubdeckel auf und dann kann man hier oben Wasser reinfüllen. Das ist ein bisschen tricky, denn es geht viel daneben, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gießkanne benutzt, um hier Wasser reinzufüllen. Und dafür gibt es normalerweise noch einen kleinen Trichter. Und dieser Trichter befindet sich eigentlich auf der Fäkalienkassette. Die ziehe ich jetzt mal ganz kurz ein kleines Stück raus. Nämlich normalerweise hier hinter dem Griff oder unter dem Griff. Uns ist leider mal ein kleines Malheur passiert, dass diese... Du kannst ruhig sagen, dass mir das passiert ist. Trixi ist mal irgendwann ein kleines Malheur passiert und dieser Trichter ist ihr ja in den Entsorgungsschacht, bei einer Entsorgungsstation gefallen. Und ich wollte nicht hinterhergreifen. Und sie wollte nicht hinterhergreifen, das ist, kann ich durchaus verstehen. Und deswegen haben wir hier so einen kleinen Silikontrichter, ich glaube, der ist von Shibo irgendwie mal im Verkauf gewesen. Und den stecken wir halt hier oben rein. Und dann kann man wunderbar das Wasser einfüllen hier oben mit einer Gießkanne oder mit einem Schlauch. Und es geht halt nichts daneben. Das ist deutlich komfortabler, als mit dem Schlauch oder mit der Gießkanne sofort hier reinzugehen. Grundsätzlich braucht man ein bisschen Gefälle. Deswegen trifft man mit der Kanne sonst nicht. Deswegen ist dieser Schlauch halt oder dieser Trichter ganz wichtig. Wenn wir den dann gefüllt haben, dann machen wir den Schraubverschluss wieder zu, schieben den Stutzen wieder an seine Parkposition. Ich packe jetzt noch mal eben kurz die Kassette hier rein. Und hier an diesem kleinen Glasröhrchen auf der linken Seite kann man dann den Füllstand erkennen. Eine wichtige Sache hier an der Toilette ist noch, die ich euch zeigen muss. Nämlich hier gibt es eine kleine LED, die zeigt an, wenn die Fäkalienkassette voll ist. Das leuchtet dann, ich glaube, im Handbuch stand rot. Ich glaube, es leuchtet rot. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben es noch nie gesehen. Nee, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass... im Handbuch geschrieben steht, wenn diese Lampe anfängt zu leuchten, habt ihr ungefähr noch 2 Toilettengänge Platz in der Kassette und dann solltet ihr spätestens wechseln. Allerdings kann ich euch wirklich raten, lasst es nicht so weit kommen, denn wenn das Ding voll ist, dann ist die Toilette wirklich schwer und es kann auch sein, dass das eine oder andere oben rausschwappt und das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Ja, und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, zu dem Herzstück der Toilette, nämlich der Fäkalienkassette. Die Fäkalienkassette ist hier eingebaut in der Toilette. Man hat hier unten einen Hebel, den man leicht nach oben drücken muss. Und dann kann man die Toilette im Prinzip mit einer Hand auch rausziehen. Mit einer Hand, wenn sie leer ist, mit 2 Händen, wenn sie ein bisschen gefüllt ist oder voll ist. Das heißt, ich ziehe sie einfach raus, habe hier oben einen Griff, mit dem ich noch ein bisschen festhalten kann. Dann können wir die Kassette einfach aufrecht hinstellen. Und ihr könnt sehen, am unteren Ende befinden sich auf beiden Seiten Rollen. Und hier oben auf der Toilettenseite haben wir noch einen Handgriff, den wir rausziehen können. Und dann können wir die Toilette, wenn sie voll ist und wir zur Entsorgungsstation gehen müssen, zum Beispiel auf dem Campingplatz, können wir sie wunderbar nehmen und wie ein Trolley hinter uns herziehen. Und das sieht total schick aus, wenn man dann in der Badehose oder im Bikini damit über den Campingplatz rennt. Aber es ist trotzdem eine tolle Lösung mit diesen Toilettenkassetten. Es werden meistens welche in Badehose sein, weil ich würde behaupten, dass mindestens 90% bei den Paaren die Männer dafür verantwortlich sind. Ja, gut, aber du hast es auch schon gemacht. Ja, das ist wahr. Das ist wahr, ne? Dann schauen wir uns jetzt als nächstes mal die Funktionen der Toilettenkassette ein bisschen näher an.
Zum einen, hier ist der Trichter, den ich eben schon kurz vorgestellt habe. Den lege ich mal zur Seite. Dann haben wir hier oben den Ausgießstutzen oder Ausguss sozusagen. Den kann man natürlich auch verstellen. Und hier oben befindet sich auch ein Deckel, den man natürlich abschrauben muss, um das Ganze auszugießen. Dann haben wir hier einen Griff zum Tragen, Rausziehen, wie auch immer. Hier haben wir einen Schieber. Dieser Schieber, der öffnet sich, wenn man die Kassettentoilette in die Vorrichtung hier unten reinschiebt. Und unter dem Schieber befindet sich dann, ich kann das mal ein bisschen nach oben schieben, ja, es ist jetzt alles nur Wasser, keine Sorge, die Toilette ist sauber. Wir können ja momentan nicht in Urlaub fahren. Und unter dem Schieber befindet sich dann die Lippendichtung, die dann letztendlich, wenn man oben auf der Toilette den Hebel bewegt, öffnet und dementsprechend dann eure Hinterlassenschaften dort reinfallen. Man kann den natürlich hier auch jederzeit so öffnen, um da zum Beispiel mal die Dichtung sauber zu machen oder auch die Dichtung ein bisschen zu schmieren. Aber im Normalfall solltet ihr das Ding einfach zulassen und auch den Schieber oben drauf packen. Dann haben wir hier unten noch einen grünen Knopf. Dieser grüne Knopf ist ein Entlüftungsknopf. Wenn ihr die Toilette an der Entsorgungsstation entleert, solltet ihr den Knopf drücken und festhalten und dann könnt ihr die Toilette ausgießen. Ihr hört jetzt, da ist ein bisschen Wasser drin. Muss ja auch ein bisschen zu Demonstrationszwecken was zu hören sein. Ja, und das war es erstmal zu der Toilettenkassette. Wir schieben den Stutzen wieder in seine Parkposition und können dann ganz normal die Toilette hier vorne wieder reinschieben. Setzen die mit den Rädern hier in der Ecke an und schieben sie vorsichtig rein. Trichter. Bis sie einhakt und Trixi sagt gerade, ich habe den Trichter vergessen. Genau. Den stecke ich wieder hier oben drauf. Und schiebt die Toilette rein, zack, und macht die Abdeckung drauf. Und das ist im Prinzip erstmal schon alles. Und jetzt können wir so tun, als wenn wir mal in Urlaub fahren und die Toilette für die Benutzung vorbereiten. Da gibt es auch so zwei, drei Sachen, die wir euch erklären müssen. Wir können aber nicht in Urlaub fahren und wir freuen uns so darauf, wenn es endlich wieder losgeht. Aber wir tun jetzt mal so und Vorfreude ist ja auch eine der schönsten Freuden überhaupt. Für eine Chemietoilette braucht man natürlich Chemie. Die Chemie in der Toilette sorgt zum einen dafür, dass die Fäkalien zersetzt werden und sich auch das Toilettenpapier auflöst. Und jetzt gibt es verschiedene Mittelchen von verschiedenen Herstellern. Die einen sind ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer. Wir benutzen immer hier so ein grünes Zeug. Was aber ganz wichtig ist, ist, haltet euch an die Dosierungsanleitung, die hier auf der Verpackung aufgedruckt ist. Und bei dem Mittel, was wir jetzt hier haben, ist es so, dass man für eine normale Fäkalienkassette wie diese jetzt hier, die einen Inhalt von 19,3 Litern hat maximal, gibt der Hersteller hier an, dass man bis 20 Liter Tankgröße 150 Milliliter von der Flüssigkeit hier in die Fäkalienkassette schütten soll. Und man hat hier an der Seite der Flasche eine Skala. Da kann man zum einen ganz gut ablesen, wie viel man da jetzt reingekippt hat. Wir nutzen aber auch manchmal einen kleinen Messbecher. Und da kann man das natürlich viel genauer abmessen. Wichtig ist, den Messbecher darf man hinterher natürlich für nichts anderes mehr verwenden. Was wichtig ist, man sollte die Toilettenchemie immer nur direkt in die Fäkalienkassette reinschütten. Oben am besten über den Ausgussstutzen und nicht hier von hier oben rein in die Toilette. Denn die Chemie, die greift das Kunststoff an und auch die Dichtungen an. Und deswegen sollte man das immer hier direkt in die Toilette reingießen. Und dann am besten noch 2 bis 3 Liter Wasser hinterher. Und dann packt ihr das Ding einfach mal in die Hand und verteilt es ein bisschen und dann anschließend ist die Toilette bereit zur Benutzung. Und dann könnt ihr in Urlaub fahren und könnt kräftig in die Toilette knattern. Ein paar wichtige Informationen wollen wir euch noch mit auf den Weg geben, falls ihr noch nie eine Chemietoilette benutzt habt. Die Chemie ist nicht unbedingt gerade umweltfreundlich. Deswegen ganz, ganz wichtig und ich bitte euch wirklich, dass ihr das inbrünstig und nachhaltig beachtet. Schüttet den Inhalt der Fäkalienkassette bitte niemals einfach irgendwie in die Landschaft, in die Kanalisation oder in den Wald oder sonst irgendwas. Denn das ist nicht nur eine Sauerei und total eklig, sondern ist einfach total umweltschädlich. Wir verlinken euch mal unter dem Video in der Videobeschreibung eine PDF-Datei, die ihr runterladen könnt und am besten auf eurem Handy und auf eurem Tablet speichert. Denn dort findet ihr alle Entsorgungsstationen in Deutschland und auch viele Stationen in europäischen Ländern und die könnt ihr dann einfach benutzen, wenn ihr unterwegs seid und habt sie dann immer dabei. So, jetzt sind wir also zur Entsorgungsstation gefahren und jetzt holen wir mal die Kassette raus. Die Situation ist jetzt folgende, wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen. Die Kassette ist richtig schön randvoll gefüllt mit unseren Hinterlassenschaften und dann
ja, geht's einfach los. Wir ziehen die Kassette raus. Den Trichter nicht vergessen, hier oben hinzulegen, damit er nicht in das Loch reinfällt. Und drehen erstmal den Ausgießer nach oben. Wir haben für die ganze Sache immer noch ein paar Handschuhe dabei, die wir benutzen. Denn das alles anzufassen ist nicht unbedingt nett. Und Hände waschen ist zwar wichtig hinterher, aber so ist es deutlich angenehmer. Und jetzt haben wir hier den Ausguss. Und hier ist in der Regel immer ein Gitter. Das sollte man am besten nach oben machen, weil wenn da nämlich ein paar Reste von Toilettenpapier drin sind, die sich nicht ganz aufgelöst haben, dann bleibt das so da hängen. Das ist immer ziemlich eklig. Deswegen einmal das Ding nach oben packen, dann den Deckel aufmachen und den auch zur Seite tun. Den Entlüftungsknopf drücken, festhalten und dann kann man den Inhalt der Toilette ausgießen. So, und jetzt ist es so, dass an den meisten Entsorgungsstationen, wie jetzt hier diese ST-San-Anlage, auch zwei Wasserauslässe dabei sind. Der obere Wasserauslass ist immer Trinkwasser und der untere Wasserauslass ist dann halt nochmal Spülwasser. Und jetzt können wir hier nochmal die Toilette, die Toilettenkassette einfach nochmal mit ein bisschen Wasser füllen, um sie dann nochmal ein bisschen durchzuschütteln, damit sich auch wirklich alles löst. Und dann schütten wir das nochmal aus. Ja, und je nachdem, wie stark das alles verschmutzt war und wie voll es war, kann man das noch ein zweites oder ein drittes Mal machen. Dann legen wir das Gitter wieder um. Zack. Und dann ist immer an diesen ST-San-Stationen immer noch mal ein Spülknopf hier, den man hier findet. Man drückt ihn drauf. Und dann wird noch mal abgespült, wie zu Hause auf der Toilette. So, was wir dann immer noch dabei haben, zusätzlich neben den Handschuhen, ist halt noch ein kleiner Lappen, mit dem man dann hier, ist jetzt ein bisschen Wasser überall dran, mit dem man die Toilettenkassette wieder ein bisschen abtrocknet und sauber macht. Und auch schaut, dass an den Rädern nicht immer unbedingt Matsch oder Schmodder dran ist. Und dann packen wir die Kassette wieder unter die Toilette. Trichter oben drauf. Und dann fürs Erste fertig. Was jetzt noch im Winter wichtig ist, oder wenn die Reise zu Ende ist, dass man wirklich alle Flüssigkeiten in der Toilette komplett entleert. Denn im Winter ist es wichtig, dass es wirklich leer ist, damit nichts einfriert und kaputt geht. Und wir haben euch ja noch nicht gezeigt, wie man den Spülwassertank der Tedford-Toilette entleert. Da kann man hier vorne noch mal dieses kleine Röhrchen sehen, was wir vorhin euch gezeigt haben, mit dem man den Füllstand erkennen kann. Nämlich dieses Röhrchen kann man auch leicht nach unten ziehen und dann einfach nach unten drehen. Und dann läuft das Spülwasser hier raus. Und das ist ja eigentlich nur klares Wasser, sollte so sein. Das kann man dann eigentlich bedenkenlos rauslassen. Man könnte natürlich auch hier eine Gießkanne drunter stellen oder eine Schüssel und das Wasser aufnehmen und dann zu den Blumen gießen. Die Trixie ist im Bild. Noch mal. Also, wir haben euch auch noch ein paar Tipps rausgesucht, was wir ganz hilfreich finden, worauf man achten sollte, wenn man die Chemietoilette hier im Auto benutzt. Zum einen, dass ihr vernünftiges, nicht dickes Toilettenpapier benutzt, weil je dicker, desto länger braucht das Toilettenpapier, um sich zu zersetzen. Wir haben jetzt kein spezielles Campingpapier, Toilettenpapier genommen, sondern wenn ihr zweilagiges Toilettenpapier nutzt, funktioniert das sehr gut und ist um einiges günstiger, als wenn man das von den Markenherstellern nimmt. Als zweiten Tipp, benutzt keine scharfen Reiniger beim Reinigen der Toilette, weil es ist Kunststoff und entsprechend empfindlicher, als wenn ihr zu Hause die Toilette reinigt. Also kein Domestos nehmen? Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen ungünstig. Zur Reinigung der Kassette gibt es auch spezielle Reiniger. Die solltet ihr, je nachdem, wie häufig ihr die Toilette benutzt, auch 2-3 Mal im Jahr benutzen, damit sich da kein Urinsteinfilm drauf auf dem Klappdeckel bildet, was einmal nicht schön aussieht und es geht hinterher auch sauschwer wieder ab. Von daher regelmäßig reinigen. Dann Nummer 4 sind wir jetzt. Ja. Es gibt auch Zusätze, die man ins Spülwasser tun kann. Dadurch wird ein leichter Film auf das Plastik gegeben, sodass sich die Rückstände besser reinigen lassen. Auch sparsam dosieren, weil wir ja nicht ganz so viel oder nicht mehr als notwendig benutzen wollen. Aber so ab und zu ist das gar nicht verkehrt. Und Stebo meint, man soll noch erwähnen, dass man die beweglichen Teile ab und zu mit Silikonöl
Netzen so einsprüht. Ich habe das bis jetzt noch nicht festgestellt. Ich weiß nicht, wie groß der Verschleiß bei euch ist. Man kann es natürlich machen. Und ansonsten passt das schon. Wir haben auch noch mal überlegt, was waren jetzt eigentlich die Vorteile oder was sind die Vorteile für uns von so einer Toilette und was sind die Nachteile? Als Vorteil empfinden wir auf jeden Fall, dass sich diese eingebaute Toilette viel komfortabler nutzen lässt. Man muss nicht extra irgendwo Platz räumen und die Kassette rausziehen, wo gerade sowieso jemand hinten steht eventuell. Also es ist alles sehr viel großzügiger und geräumiger dadurch. Dann als Vorteil empfinden wir auch, dass der Kassettentank größer ist. Bei der Dometic, die wir früher hatten, da waren Da waren es 9 Liter Fäkalien. Also knapp die Hälfte von dem, was jetzt diese hier hat. Heißt, man ist so ein bisschen länger auch autark und braucht dann nicht jeden zweiten Tag entleeren, sondern halt vielleicht jeden vierten Tag. Das ist auch schon mal noch ein großer Vorteil bei der Größe. Das hängt stark davon ab, wie kräftig eure Verdauung ist. Was ich als ganz großen Vorteil empfinde, ist, dass die Entsorgung mit dieser Kassette sehr viel einfacher ist als bei der Dometic. Früher mussten wir die Toilette auseinanderbauen, dann mussten wir mit diesem Einzelteil, was keine Räder hatte, quer über den Platz laufen. Und auch das Entsorgen fand ich sehr viel komplizierter als mit der jetzigen Kassette. Und auch 9 Kilo in einer Kassette können sehr, sehr schwer sein, wenn man sie 5 Minuten über den Campingplatz tragen muss. Ja, wenn man sie tragen muss, genau. Und was auch sehr angenehm ist, es gibt auf vielen Stellplätzen oder Campingplätzen sogar mobile Entsorgungsstationen, die extra für diese Kassettenarten gemacht ist, da stellst du sie nur rein und dann kommt sie sauber wieder raus. Also man muss selber nicht schütteln, nicht hin und her nachspülen. Man macht sich die Hände nicht dreckig. Also, und das kostet 2,50 Euro, 3 Euro irgendwas. Sowas, ja. Das fand ich, also wir haben das schon 2-mal genutzt und fanden das echt klasse. Und vor allen Dingen, da wird auch, hast du glaube ich noch nicht erzählt, da wird auch noch mal ein bisschen Chemie dann eindosiert. Genau, das spart man auch. Also wenn man jetzt gerade seine Flasche zu Ende hat und nicht extra eine große neue kaufen will, man kriegt die entsprechende Dosierung automatisch in die Kassette und braucht sich dann um nichts weiter kümmern. Es gibt natürlich auch Nachteile. Wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Eine Chemietoilette ist eine Chemietoilette. Ist nicht wirklich nachhaltig und von daher gibt es da deutlich komfortablere, ökologischere Varianten, wie zum Beispiel Trenntoiletten. Dann ist es ein Nachteil, man braucht eine Entsorgungsstation, weil wenn man in die Natur diese Sachen entlässt, ist das wirklich eine ganz große Sauerei. Ich kann gut die Leute nachvollziehen, die sich da mega drüber aufregen. Es ist für die Tiere, für die Umwelt, für alle anderen, die drumherum sind, echt. Ich möchte nicht neben jemanden sitzen, der oder stehen, der seine Toilette in der Natur neben meinem Campingbus entsorgt. Also das ist... geht gar nicht. Ein Nachteil ist auch, dass die Reinigungsintervalle bei warmem Wetter natürlich deutlich höher sind als bei kaltem Wetter. Dadurch, dass die Mikroben da drin kräftiger toben, stinkt es natürlich auch noch mehr. Und da kommt auch die Chemie nicht gegen an, selbst wenn es Lavendelduft ist. Also von daher... Lavendelduft. Die gibt's auch. Schön. Und was Stebo noch meinte, ein Nachteil, wie er es vorher schon erwähnt hat, manche sind wirklich der Meinung, es ist ästhetisch nicht wirklich ansprechend, wenn man die Heckklappe aufmacht und man guckt so auf die Toilette. Aber ich sitze sogar daneben und fühle mich recht wohl. Also von daher finde ich das nicht so groß als Nachteil. So, jetzt solltet ihr eigentlich alles Notwendige wissen, um die Toilette im Nugget Plus fachgerecht benutzen zu können. Wobei das eine passiert immer intuitiv, das andere muss man ein paar Mal ausprobiert haben, bis es so funktioniert, wie es funktioniert. Genau. Ansonsten hoffen wir sehr, dass euch unser Video wieder gefallen hat und ihr uns einen Daumen da hoch gebt. Würden uns sehr darüber freuen. Und vor allen Dingen, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare oder wenn wir irgendwas falsch wiedergegeben haben, dann packt das bitte unten unter dem Video in die Kommentarfunktion und schreibt dort gerne ein bisschen rein, diskutiert mit uns oder diskutiert mit allen anderen. Und was uns auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr Kritik habt, konstruktive Kritik, dann schreibt das natürlich auch unten rein, denn Kritik
die vernünftig ist, ist genauso wichtig wie Lob. Genau. Und wir lernen auch immer wieder noch dazu. Das merken wir immer wieder und ja, freuen uns auch, von euch profitieren zu können. Denkt bitte an das Abo von unserem Kanal. Und wenn ihr dazu noch die Glocke klickt, dann werdet ihr informiert, sobald wir ein neues Video hochladen. Und ja. Was hoffentlich in nächster Zeit häufiger wieder der Fall ist, ja, genau, wenn wir dann unterwegs sind. Ja, genau. Wir wollen ja wieder ein bisschen reisen und dann sollte das häufiger kommen mit Videos. Und vor allen Dingen in den nächsten Monaten gibt es ein paar spannende Dinge, die wir zu erzählen haben. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuklicken. Und übrigens findet ihr uns auch bei Facebook und bei Instagram. Sucht einfach mal dort nach Die zwei Mais. Wir freuen uns auf euch aufs nächste Mal und sagen bis dahin tschö. Bleibt gesund. Bis bald. Bis dann. Tschüss.